Am Ende einer nervenaufreibenden Staffel vier strahlende Gesichter, die Fans ebenfalls zufrieden. Ich glaube, heute war es eine schwierige Situation für alle. Das Wetter war wieder nicht ganz einfach und ich glaube, wir haben uns selten so schwer getan in der Staffel und deswegen, glaube ich, freuen wir uns alle riesig über den zweiten Platz. Zu Beginn des Rennens sieht es nicht gut aus für das deutsche Quartett. Startläuferin Vanessa Hinz patzt beim Stehendanschlag, muss einmal in die Strafrunde. Deutschland fällt zurück auf Rang 14. Eine Staffel gewinnt und verliert man zusammen. Und ich hab's verloren und die anderen haben es einfach halt gewonnen. Mit Denise Herrmann beginnt die Aufholjagd. Liegen fehlerfrei und auch stehend Herrmann souverän. 5 schnelle Treffer. Dank Denise Herrmann das deutsche Quartett nach der Hälfte des Rennens wieder in Schlagdistanz. Auf Rang 4 hinter den führenden Italienerinnen. Franziska Preuß, die dritte deutsche Läuferin, demonstriert Nervenstärke. Bleibt fehlerfrei. Deutschland erstmals in Führung vor Frankreich und Schweden. Schlussläuferin Maren Hammerschmidt liefert sich einen Zweikampf mit der Französin Justine Brezas. Der Showdown beim letzten Schießen. Hammerschmidt patzt, sie muss in die Strafrunde. Die Französinnen gewinnen souverän. Maren Hammerschmidt, angetrieben von den deutschen Fans, erkämpft den zweiten Platz für Deutschland vor Schweden. Die Siegesserie der deutschen Staffel damit gerissen. Die Weltmeisterinnen nach dem Rennverlauf dennoch zufrieden mit dem Abschluss dieser Weltcupwoche von Oberhof.